Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Entschuldigung, Super Smash Bros. Ultimate. Ich muss gerade ein bisschen von meinem Donut nehmen. Also, ja. Ich sitze hier schon seit 2 Minuten und denke darüber nach, welchen Charakter ich als nächstes im klassischen Modus spielen will. Der nächste in Linie wäre hier Wario, ne? Und ich gucke mir die ganzen Charaktere an, die noch übrig sind, und irgendwie passt kein anderer zu dem. Und ja, das macht mir Sorgen. Ich habe dann aber eine kleine Lösung hier gefunden, und zwar ich nehme einmal einen fitten und jemanden, der genau das Gegenteil von fett ist. Also ja, das macht doch Sinn, oder? Finde ich auch gut. Ich bin eigentlich schon sein Standard besser. Gier nach großen Gegnern. So, ich glaube, wir haben eine Menge Tickets gerade, ne? Ja, 3 Stück. Komm, wollen wir mal 1 benutzen. Wario ist jetzt nicht so schwer, Gegner raushauen. Da kommt direkt natürlich der Gegner raus, war persönlich. Mit Essig. Was ist das? Ich sehe nur wie ein Reifen da in dem Mitte des Bildschirms irgendwie reingeflogen kommt. Mein Motor hat direkt hier irgendwie gecrashed oder was? Genau, ich liebe Echse. Am liebsten gebraten und dieses ist schon angezündet. Gut. Die ist schon halb durch. Der Computer setzt sehr oft diesen Angriff ein. Also allein nur um sich zu retten. Also weiß ich nicht. Irgendwie ist der Computer dumm mit Glurak. Guck mal her. Natürlich rollst du da rum, ey. Ja, bevor die weggeht, esse ich die lieber. Das esse ich auch. Ich esse alles. Ich esse dich. Nein. Boah, Junge. Was ist das? War schon wieder schwieriger, als es eigentlich war. Oh. IQ. Ja, Thema des dunklen Ritters. Nom. Finde ich gut, dass man sich geteilt. War vorher auch schon so. Oh, Dreck. Find die Angriffe von Wario richtig gut. Nom. Meister Lied einfach nur Thema des dunklen Ritters. Das müsste unausweichliches Schicksal leisten, so wie im Original. Aber genau das ist das, wenn der dunkle Ritter auf einen zukommt, dann bist du tot, egal wie stark du bist. DDD, oh, der sieht aber knusprig aus. Nom. Diese Kämpfe. Ah. Wie so eine betrunkene Bar. Wie so ein betrunkener Barkampf irgendwie. Fristert. Rack, habe ich gesagt. Okay, mir das. Das Gomera ist das Lied. Oh Gott, dieses Grinsen. Oh Gott, ich hatte sowieso nicht vor zu schlafen, also. Das ist aber immer diesen Angriff, ne? Was? Kann ausschlagen hier. Boah. Klatsch. Oh, muss da jetzt was Explosives umliegen.
frisst. Nein. Oh, her damit. Nein, was mache ich da? Gib mir das. Ja klar, und jetzt bellt er natürlich, ne? Ich kann mich auch heilen, ja. Nein, du Pisser. Nein. Dieser Pisser, warum hat denn der jetzt das Ding? Oh, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Oh, au. Ach man. Dieser Pisser, den hau ich kaputt, ey. Komm mal her. Boah, nach all dem. Bin ich immer noch nicht genug Dings. Was? Was ist der da rein? Boah, der Ding ist noch nicht mal geflogen. So eine blöde Kapsel, ja, so eine pinke. Ich habe natürlich verreckt. Oh, Fuego. Hier diesen Roadkill. Ich bin schon, man hätte sich ruhig ein bisschen mehr heilen können mit diesem Angriff. Rüstert. Nein. Nom, nom, nom. Aber ich frage hier nochmal. Wer ist ja jetzt? Tschüss. Wart. Ich wollte schon sagen, wenn mich da trifft, ne? Ich vergrößere einfach meinen Kopf. Dann müssen weg. Nach 7,5. Hätte viel besser laufen können, finde ich. So. Los geht's. Mein Motorrad. Kann ich nicht essen? Boah. Ja gut. Ich kann einfach reinfahren, gut. Nein, mein Motor. Ich wollte das eigentlich mitnehmen. So, kann ich die beiden Hände essen? Ich stehe ja nicht so auf Handschuhe, aber... So, ich muss aber ordentlich Schaden gegen die machen, oder? Komm. Ja, super. Pass auf. Ich kann das sogar essen. Sehr gut. Boah, läuft gerade nichts irgendwie nach Plan, habe ich so ein Gefühl. Auf. Da ist auch runtergefallen. Alter. Dieser Angriff, ne? Die ganzen Angriffe von diesen Typen, den beiden. Aua. Ich wollte eigentlich seitwärts machen. Danke. Oha. Wieder durch irgendeinen Scheiß erfolgt, ey. Diesen Angriff hasse ich auch, ey. Warum haben die nur so beschissene Angriffe, ey? Oh, Junge. Oh.
Das ist ein sehr schlechter Kampf für mich hier. Ah. Habe ich gehauen, wenn ich zu dir umgedreht war. Ich habe den gesehen. Und fristert. Sehr gut. Ach man, das lief nicht so gut, wie ich mir vorgestellt hatte. Wer weiß. 7,5. Das reicht uns nicht. Definitiv noch mal irgendwann auf Screen spielen. Er wird gar nicht angezeigt, wie er Lied heißt. Ich dachte, er wird immer oben links irgendwo angezeigt. So wie in den Kämpfen. Ja, die WarioWare-Spiele, die finde ich recht amüsant. Also in so ein kleiner Snack für zwischendurch und machen schon Spaß, wenn du mich fragst. Das erste, was ich gespielt habe, war ja irgendwie das Originale, glaube ich, WarioWare für Nintendo DS, normal Nintendo DS. Ne? Da habe ich irgendwie so eine Demo irgendwie bei, weil nicht bei irgendeinem Händler hier gespielt. Ich will jetzt keinen erwähnen. Ein Elektrohändler halt, ne? Und ja, hat mir schon Spaß gemacht. Ich glaube, da war auch das erste Spiel, was ich für Nintendo DS hatte. Glaube ich, mit dabei gekauft oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, da stand gerade Christopher Robin. Da stand Christopher Randolph oder so. Also ja. Aber komisch. Christopher Robin. Ich will gar nicht wissen, worum es in dem Film geht. Ich hasse Winnie the Pooh. Soll ich mal meine Kingdom Hearts Let's Plays angucken, wenn ich Winnie Poohs Welt bin? Da hört man so den richtigen Hass aus mir. So, kann den mal jemand hauen? Irgendwie so was. Keine Ahnung, dann kriege ich so richtige. Da klappt mir schon so ein paar Adern, so weit, wenn ich in diese Welt bin. Du musst ja in fast jeden Spiel auch noch in diese Welt reingehen. Das kotzt mich so an. Jedenfalls, wie bin ich jetzt auf Wario zu Winnie the Pooh gekommen? Gut. Ja, ich habe schon gesagt, welchen Charakter wir jetzt nicht spielen, und ihr habt jetzt auch schon gelesen wegen Titel und so. Ne? Also ja. Aber für mich hat es ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Also ja. Ja. Wieder übliche Zahl. Ich wird nie mehr, nie mehr. Nimmer mehr. Wo war noch mal? Keine Ahnung. Ich glaube DuckTales oder so. Ja, da passt doch voll. Genauso wollte ich das machen. Ich gut, dass das Spiel so mit mir zusammenarbeitet. So, jetzt gehen wir aber ein paar Belohnungen, ne? Gyromite, aber keine Level 3 Gegner, das ist ein bisschen doof. Gegner, Geister, Klappmesser. Ja, das mache ich auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Diese Pose. Gut, apropos Pose. Wir nehmen unser nächsten Charakter, und zwar Wii Fit Trainerin. Cardio für alle. Und das dürfte eigentlich ein bisschen besser laufen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass Wii Fit Trainer auch einer meiner Mains ist, aber ich spiele die schon gerne. Und natürlich kommt Mario als erster. Oh, Dreck. Ich schwöre, sie ist meine Main. Wo ich da gerade vermasselt habe. Was hat? Kann man jetzt erstmal den machen? Nur dass sie so viel angefahrt, die sich heilen, die sie heilen. Das eine Sonnengruß. Alter, ja, wenn man den abfeuert, Alter. Dass man meine Gegner hier finden.
Ja, da war der Truhe. Was ist das? Das wäre so eine Level, da uns die Gegner gerne selber raus, weil die nicht irgendwie mit den Mechaniken klarkommen. Boah, Junge, wo sind diese Truhe da? Lass mich da durch, Mann. Ja, nicht so breit, ey. Alter. Ja. Ja, genau, meine ich die. Ach, die kommen irgendwie nicht damit klar manchmal. Ich meine, die jetzt nicht eine große Wahl, die sind halt durch die Gegend geflogen, aber trotzdem. Gar nicht, was das überhaupt macht. Ich glaube, da tut Angriffskraft alle Werte so ein bisschen erhöhen, ne? Wenn diese Meditation macht. Ja, gerade wir sind schon wieder in diese Level. Da so, macht alle die Posen natürlich, ne? Nicht so fit werden wie ich. Bin die Definition von fit in real life, also boah, schon wieder hat wie ich. Das Pferd. Das Pferd. Kehren nun zur Ausgangsposition zurück. Oder muss ich erstmal atmen? Oh Junge, warum machst du es mir so schwer? Oh Gott, hab beinahe nicht geschafft. Dann die, den sind die Smash Balls voll egal. Du, komm mal her. Sei so fit wie ich. Boom. Riesen fit pose warum wurde ich denn jetzt getroffen? Also na, schon wieder passiert. King Kool und Dr. Mario, Alter, der ist ja riesig. Hat geklappt. Oh, was? Wurde vergrößert. Kommt ja nicht durch. Aua. Was ist das? Der hat gefangen, dieser Pisser. Was ist das? Dieser Angriff ist so stark eigentlich, ne? Oh. Finde ich gut, dass du näher zu mir gekommen bist. Damit ich ein bisschen posen kann. Schön. DDD. Ja, geil, wir kämpfen nur gegen die Fettwänze, ne? So wirft man Sachen auf ein. Und ja, was ich vielleicht denken kann, ich habe nie irgendein Wii Fit Spiel gespielt. Ist er nicht mit der Wii dazugekommen? Ist das nicht der Grund, warum sich das so gut verkauft hat? Oh, Dreck. Mach ich hier. War ja nicht irgendwie so ein Grund. Er legt es einfach auf den Boden. Hier wird nicht auf den Boden gelegt, hier wird trainiert und so. Hier, bis das. Nimme dieses schwarze Loch in dich auf, dass deine negativen Emotionen dahin schwelgen. Ich habe halt nichts irgendwie mehr mit Yoga zu tun, oder? Wohl eigentlich doch, ne? Sonnengruß. Ja gut. Und jetzt lasse dich von dieser Energie durchströmen, von diesen Dingen. Schön. Wie viel Trainerin ist best Jojo Charakter, wenn du mich fragst? Ja, die besten Posen drauf. Den gesehen. Wir sind schon wieder in dieser Level, merke ich gerade.
Ah, dehne deine Schultern. Ja, das war, sagt er, mit der wird das ein bisschen besser. Ja, wir müssen da lang. Aber ich muss jetzt mal atmen. So, okay, los geht's. Aha. Und okay. Warte, wir müssen das durchgeflogen, Mann. Ja, ein bisschen schneller machen eigentlich, aber okay. Warte. Gehen wir aus dem Weg. Wie gesehen. Das ist nur, weil ich so fit war. Das Wort für diesen Part ist fit und fett. Fett und fit gehen Hand in Hand, ne? Gibt einen irgendwie zu denken. So, gegen irgendeinen krassen Gegner. Nein, Dreck. Wäre geil, wenn ich irgendwie gegen Dracula kämpfen würde, ne? Also ich mache ihn so fit, dass er wieder zum Mensch wird. Wenn er kein Vampir mehr ist. Na, ich jedes Mal denke ich habe das, ne? Ja, danke, geil. Habe ich von 2-3 Angriffen auf einmal getroffen. Und das war's. Oder auch nicht. Ja. Yeah. Oh Gott. Das war natürlich klar. Nee, 9,9 kriegt immer. Ja, ich war noch unbesiegbar. Was machst du jetzt, ne? Aua. Oh Gott. Ja, da kommt Blockmann. Na, oh, dann lande ich genau da rein, ehrlich. Gut. Jawohl. So mache ich dich kalt. Gut. So, Arme, Beine und Schultern. Und jetzt sind wir fett. So, da waren doch noch halbwegs viele Punkte, wenn ihr mich fragt. 9,4. Also, Leute, wie viel Trainerin gespielt haben, ne? Da sagt mal, da sagt er schon wieder was, ne? Da erkennt man schon, wen ich im Main und wen nicht, ne? Das wird jeden Charakter gut sein, auch wenn, keine Ahnung. Keine Ahnung, als wie viel Trainerin hinzugefügt worden ist, habe ich mich mehr gefreut als die Piranha-Pflanze. Keine Ahnung, wie viel Trainerin ist aus einer komplett anderen Spielserie, und ich bin immer dafür, halt je mehr Spieleserien, desto besser. Also soll schon Vielfalt sein, ne? Und ja, Piranha Pflanze war irgendwie so eine Watt, so eine Watt-Wahl. Warum? Also das macht irgendwie keinen Sinn. Mario Charaktere gibt es genug. Und gibt Dutzende Mario-Charakter, die man hätte anstatt die Piranha-Pflanze wählen können. Toad, Toadette, normalen Koopa wird irgendwie noch mehr Sinn machen, oder ein Knochentrocken, Baby Mario oder Baby Luigi könnte ich mir noch vorstellen. Aber nein, eine Piranha-Pflanze, weil Luigi natürlich, weil er natürlich alle haben. Und ja, nö, Piranha-Pflanze. Warum? Also das ist das erste, was du denkst, wenn du Super Mario irgendwie im Kopf hast, ne? Ich meine, wow.
Ich habe so ein Gefühl, Masahiro Sakurai, also der Macher dieses Spiels, hat das nur gemacht, um uns alle zu trollen. Wir wollten alle Waluigi und er sagt halt, ja, leck mich hier. Es kriegt eine Pflanze. Aber das ist irgendwie eine Nachricht an die Leute, die irgendwie die ganzen Spiele hacken und irgendwie die ganzen Charakter leaken, die ganzen DLC-Charakter. Also das Gefühl, dass Charakter, die geleakt worden sind, die da irgendwie in den Daten gefunden wurden und irgendwie absichtlich da reingepackt, und in Wirklichkeit sind da irgendwie voll die Troll-Charaktere, die mal bekommen. Also so könnte ich mir halt vorstellen. Er wäre irgendwie eine gute Nachricht so für die ganzen Hacker, aber würde sowieso nicht aufhören. Das Smash 6 irgendwann wird genauso passieren. Dass es überhaupt ein Smash 6 irgendwann gibt, ne? Und ich hoffe. Ich meine. Ich muss irgendwie an Mr. Popo denken von Team Forster. Dragon Ball Abridged. Dieses Close-up irgendwie. Von denen. Andros auf Level 99 Evolution und Toad auch und Kaiora auch. Das hat irgendwie so eine Nachricht, jeder von denen kann fitter werden. Keine Ahnung. Gut, was machen wir jetzt noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Wir können ein paar Sachen kaufen. Wir können ein bisschen Geistertafel machen. Ich glaube, wenn man Geistertafel, Kämpfergeist, Boom, Diddy Kong, oh, mit dem muss ich auch noch spielen. Irgendwie sind ja nur noch billige Charaktere zum Kaufen da. Ich weiß nicht wieso. Warte mal, den habe ich jetzt einen doppelten gekauft. Egal. Ja, ich muss Geistertafel. Muss ich noch ein paar Junior-Charaktere erledigen. Weil dafür gibt es auch einen Meilenstein. Natürlich ist jetzt ja kein Junior außer sie. Ja. Gut, dann mach mal hier Tafeltausch. Dafür gibt es ja auch allerdings. Ne. Ein Meilenstein, dass ich so viele Items einsetze. So, okay, ich habe noch Dings ausgerüstet. Ich dachte, die Kombination, die ich im Dings im Abenteuermodus hatte, wird irgendwie übernommen. Hier, guck. Junge, wird aber nicht so schwer sein, ne? Tschüss. Tschüss. Alter. Tschüss. Tschüss. Oh, der ist immer noch da. Tschüss. Tschüss. Patrick. So, es gibt doch irgendwie einen Meilenstein, da muss ich so und so viele Kampf-Items einsetzen, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Deswegen nehme ich mal an, die meinen das hier, ne? Schildbremser und so. Da sind noch keine Kampf-Items, oder? So, wir machen jetzt so lange, bis ich die Meilensteine bekomme. Da. So. Narache aus Fire Emblem 8. Die ist durchgedreht, weil jemand die ihrem Bauchnabel gezeigt hat. Wie kannst du nur so etwas Vulgäres machen vor einer Lady wie mir? Ist irgendwie so. Oh, ihr alle fliegt raus. Nur mal so. Ah, wäre so geil. Also jetzt rausgeflogen werden, ne? Gegner Dauerheilung. Was? Ich habe mich auch zu dem Zeitpunkt geheilt. Gut, ne? Zwar nur um 5, aber trotzdem. Hat und den hier und jenes, und du bist immer noch da. Was das? Boah, ich habe gesagt, frisse er hat. So, Schildbremser. Boom. Ich will die auf jeden Fall haben. Ja, die ganzen Geister, bin ich die schon herausfordere. So, kann man hier irgendwie Items einsetzen? Nee, ne? Kampf-Items. Was ist unter Kampf-Items hier zu verstehen?
So, das ist übrigens, was ich hier offscreen alles gemacht habe. Ein bisschen. Nur halt mit Profi-Geistern. Weil halt wegen dem Meilenstein, die wollte ich halt on screen, ja, aber oh nee. Ist irgendwie kleiner? Oder ist Ike einfach nur so riesig? So, lässt du dich geface treffen. Aua. So sehen sie aus. Boom. Ich glaube nicht, dass das mit Kampf-Items gemeint ist. Oh, okay. Es gibt auch noch irgendwie so andere Items, glaube ich, ne? Weiß nur nicht genau, was damit gemeint ist. Kann ich hier irgendwie Items einsetzen? Da, Kampf-Items, boah. So muss man also machen. Dann kommt keine Ahnung. Okay, wird jetzt automatisch immer aktiviert. Das meine ich mit Kampf-Items, weil da muss ich noch 10 Stück machen. So, 1. Sollen wir noch ganz schnell machen? Ja, ne? Habt ihr sonst nichts zu tun, oder? Wenn ihr keinen Bock mehr habt zuzuschauen, dann geht weg. Alter, tut aber ganz schön viel Schaden. Kann man aber im Abenteuermodus einsetzen? Das sollte ich vielleicht mal machen, ne? So viele von diesen Items, oder wenn man das im Abenteuer muss einsetzen kann, ne, dann so, ich habe genug Schildbremse, also boom. Okay, wenn man dann im Abenteuer muss einsetzen kann, dann wäre das richtig gut, dann dürften sich meine Chancen ein bisschen erhöhen. So, immer noch nicht. Wie viele Junior habe ich denn bisher erledigt? 20 Stück erledigen, ne? So, ist jetzt ein Item aktiviert oder nö. Jedes Mal neu ausrüsten oder was? Ich wollte mich verarschen. Ey. Na gut. Oh Gott, warum sind das immer Kirbys? Was ist das? Was ist das? Tschüss. Ja. Ehrlich? Tschüss. Hab schon. Schildbremser wurde aktiviert. Boom. Ah, Waddly du. Ja, okay, wollte schon sagen. Soweit bin ich ja wohl nicht mehr entfernt, ne? Gut. So, ich weiß ja erst, was Kampf-Items sind, also das wird dann irgendwann mal gemacht. Geistertafel-Items ein. Lass mal einfach hier. Dann machen wir auch noch. Ich habe 43, also oben. Noch mal den hier. Dann. Alle gegen Subgeister ein. Ja, machen wir halt noch ganz schnell. Ich baue den einen Meilenstein noch. Ja, hier war glaube ich 5. So, was hat? Ja. Tafeltausch S. Ja, ich krieg die sofort zurück. Was ist das denn? Gut, nur 2 hier. Sehen Sie den Geister vom Rang Legende, da muss ich auf jeden Fall Items einsetzen und 10-mal ein Kampf-Item einsetzen. Das, ja, geht so Hand in Hand, würde ich sagen. Gut, haben wir hier schön viel erreicht. Kann ich hier wieder ein paar Sachen kaufen? Sind wir wieder neue Sachen? Nö, nicht neu. Der ist neu. Ja, damit. Gulliver. Ah, okay, ich verstehe es. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat aber gefallen. Dann, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.